Hallihallo, liebe Helden, getreue Gefährten. Weiter geht's mit Dead Space. Und, wir haben uns wieder tapfer geschlagen in den letzten Folgen, muss man wirklich sagen. Wir haben viel Munition verbraucht, haben irgendwie es immer noch geschafft, noch die Monster irgendwie zu besiegen. Unser Munitionsniveau ist deutlich gesunken. Fast so wie das Niveau unserer Schüler in Deutschland. Fast genauso drastisch. So, wunderbar. Hier ist jetzt der Stromkasten. Rein damit. Und dazu zähle ich zu dem gesunkenen Niveau, ziehe ich mich natürlich mit rein. Ich war ja schließlich auch mal Schüler. So, und jetzt? Was haben wir jetzt geschafft? Jetzt Saft auf diesen Schuppen wieder. Wie sieht's von dort? Boah, das war gerade cool. Warte, da treten wir jetzt drauf, den Bastard. Genug Move. Was sagt denn da? Redet der Isaac Englisch? Geht die Maschine ab hier. Okay, wir können hier wieder zurück. Ich heiz sie, glaube ich, voll durch, oder? Kommen doch bestimmt wieder welche jetzt. Hallo, Monster. Ich hab's gewusst, ich hab's genau gewusst. Oh, nee. Oh. Nicht. Oh, komm. Warte, wir müssen die Wand. Boah, krass. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Bastardvieh. Mach den Kopf weg da. Oh, der zuckt noch. Hey, die Moon geht runter. Gib mir irgendwas. Hey, nicht mehr normal. Gerade rede ich noch von Moonbestand. Ich bin schon wieder mittendrin in dem Problem. Sehr gut. Hey, danke, dass du dich nicht von Robert provozieren lässt. Er ist im Moment nicht der selbst. Norton meint nur, ich bedeute Ärger in vielerlei Hinsicht. Aber ihr braucht mich für die Mission und darum bin ich hier. Und, naja, ehrlich gesagt hatte ich gehofft... Ellie? Ist das Isaac? Wie schön. Plaudert ihr nett, ja? Er sagt, dass er die Ofenanlage in Gang gebracht hat. Er ist jetzt auf dem Rückweg. Isaac, wir sehen uns bald. Mann, der Typ regt mich auf. Ich dachte, der ist im Schiff draufgegangen. Hey, den Ding gefallen hat er uns wieder nicht getan. Aber ich habe so das Gefühl, dass der es nicht packt, bis zum Ende des Spiels lebend. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht liege ich falsch, aber... Ich persönlich würde es nicht schade finden. So, jetzt gucken wir mal, ob wir genug haben. Oh, Moment. Was ist denn das? Eva-Anzug? Archäologenanzug. Der Archäologenanzug besteht aus... durchschlagsresistenten Mikrofasern, die einen erhöhten physischen Schutz bieten und die Körperwärme erhalten. Na, gib mal her, das gute Teil. Wie geil ist denn das? Geil, wir kriegen einen neuen Anzug. So ziehe ich mich ja, wie gesagt, morgens auch immer an. Genauso. Genauso. Yeah, Isaac. Spacey. Der ist gut, ja? Besser als der arktische Anzug. Okay. Rig Upgrade. Ach, die Luft geht nochmal. Die Luft, die brauchen wir jetzt echt. Wir sparen, ne? Bis da was geht mit der Panzerung. Ich glaube, wir müssen hier lang, oder? Ja. So, zu diesem Ofending. Wir haben bestimmt ein kleines Rätsel vor uns. Isaac, die Wärmetauscher sind jetzt hochgefahren. Trotzdem taut das Ding nicht auf. Stimmt was mit dem Mechanismus nicht? Ich glaube, er ist festgefroren. Vielleicht bekomme ich ihn frei, wenn ich den Druck in den Rohren anpasse. Augenblick. Jetzt muss man da warten. 20%. Na, mach mal. Mach mal eine Rundfahrt. Was hat das jetzt genützt? Gar nichts. Ist immer gut, wenn es gar nichts nützt. 32. Jetzt sind wir wieder bei 30. Jetzt gehen wir hier nochmal eins drauf. Das bringt gar nichts. 40. Wie viel braucht man denn? Da sind wir wieder bei 40. Hä? Reicht das?
Nee, oder? Hey, ich check das nicht. Wieder bei 40. Es geht dann automatisch wieder zurück. Hä, das macht wieder 30. Was sollen wir denn hier machen? Ich check dieses Rätsel nicht, Leute. Geh hoch! Hä? Soll das meiner verstehen? Wo müssen wir denn hin? Immer das gleiche nur. So wieder bei 40. Haben jetzt genug. Ja. Es geht voran. Was wollt ihr denn von mir? Aber ist das bitte ein Quatsch oder ist das ein Quatsch? Ach, hier wird doch immer was an. Hier leuchtet immer was auf. Ich bin auch blind, oder? Ist aber das, was aufleuchtet, drehen. Oh, sorry, Leute. Ich habe es wieder total spät gerafft. So, haben wir es jetzt bitte. Nein, wir haben es noch nicht. Ja. Also, was nervt mich? Dankeschön, Leute. Wir machen den Ofen an. Hey, ich glaube, das hat geklappt. Ja, die Innentemperatur steigt. Und ich habe noch mehr gute Neuigkeiten. Was denn? Kommen Sie zum Observationsraum. Ich erkläre alles weitere unterwegs. Die Necromorphs sind eine Art Medium der Markersignale. Und naja, die Wissenschaftler haben einen Sensor gebaut, um über den Signal-Upstream die Maschine zu finden. Und wo ist der Sensor? Oh, Moment. Ach, der Bot ist gerade wieder da. Aber schön. Ich habe die Stelle gefunden, um einen neuen zu bauen. Ich glaube nicht, wo das hinführt. Alright, Waffen-Upgrades. Schauen wir mal, was da geht. Ein minus Clip. Was haben wir denn hier? Feuerrate. 2 plus Feuerrate, ein minus Clip. Brauchen wir gar nicht. Vielleicht hier, oder? Sollen wir hier das mal machen? Nachladen. Zwei plus Clip. Ein minus Feuerrate. Machen wir mal so. Ein minus Clip und plus Clip gibt am Ende minus, plus, minus und plus, plus ist minus und... Ach, lass mich doch nochmal. Ich bin absolut kein Fan von dieser Werkbank da. Ach, Wally ist wieder da. Wow, die sehen aber cool aus jetzt. Nice. Alright, ich lass mal Wally gerade sausen. Hier drüben. Das Moment. Ist der Plan, von dem ich sprach. Wally und Wally müssen erstmal wieder auf, Teile, die wir auf Tour. Sensor bräuchten, aber es gibt noch ein Forschungslager auf der anderen Seite des Camps. Hier ist ein Schema. Was meinen Sie? Was für ein Schema? Es sieht aus, als hätten Sie eine Telemetriespitze modifiziert. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber ja, ich glaube, mit den richtigen Teilen kann ich das bauen. Wo ist das andere Lager? Ich schicke die Koordinaten auf Ihre Rig. Wahrscheinlich wird es abgeschottet sein. Hier. Als wir eintrafen, fand ich diese Passcodes. Mit denen kamen wir in dieses Lager. Vielleicht funktionieren sie auch für das andere Gebäude. Wir finden's raus. Bin bald zurück. Optimistisch, optimistisch. Zu finden. Warum sind sie noch hier? Bei mir ist alles okay.
Ey, du nervst mich, ey. Was geht denn bei dir? Bei mir ist alles okay. Bei mir ist alles okay. Hat mich gar nicht gejuckt, ob bei dir alles okay ist. Oder hat es uns interessiert? Was geht hier? Reload. Wahrscheinlich gerade einen ganzen Moonclip gefressen für die. Jetzt sind aber 11 Schuss drin in dem Ding. Gehen wir auf der anderen Seite gerade noch schauen. Weil wir brauchen Moon. Moon, Moon, Moon. Boah. Was ist das hier alles? Ich glaube, wir werden es später erfahren, oder? Okay, hier liegt keine Moon mehr rum. Wir folgen einfach mal unserem Wegpunkt. Das ist eh immer die beste Medizin. In Dead Space. Warum kann die mir nicht einfach eine Waffe bauen? Wieso muss ich das machen? Hier runter. Sind wir jetzt nur wegen dem Tränenlauf, ne? Mit dem Sound. Wahrscheinlich müssen wir uns vielleicht so eine Waffe bauen, die wir dann irgendwie immer brauchen. Nehmen wir an, dieses dämliche Experiment funktioniert und Sie finden die Maschine. Dann? Wissen Sie überhaupt, wie Sie sie abschalten sollen? Naja, Admiral Graves erwähnte einen Codex. Sie sagte, man bräuchte ihn, um die Maschine zu steuern. Ja, ich konnte ein paar Logs von Dr. Serrano dechiffrieren. Und demnach ist eine Person namens Rosetta für die Herstellung dieses Schlüssels wichtig. Hören Sie sich eigentlich mal selbst zu? Sie wissen von diesem Scheiß genauso wenig wie ich. Wenn ich die Teile finde, um einen Sensor herzustellen, finden wir auch die Maschine. Und dann kümmern wir uns um diesen Codex. Halt ab für die Klappe, Typ. Was geht bei euch ab? Was macht ihr? Was seid ihr für Bekloppte? Die haben sich doch hier gerade mal eiskalt selbst exekutiert. Idioten! Aber wie Forrest Gump schon gesagt hat, dumm ist der, der dummes tut. Ihr seid Affen. Noch schön die Kerzen aufgestellt. Echt behindert. Aber gut, so müssen wir uns schon nicht mehr um euch kümmern. Hat auch alles seine Vorteile. Ding nach dem anderen hier. Jetzt wird es langsam lästig. Bah, dieses Riesenteil da, guck mal. Weiter. Wie viele Türen müssen wir denn... Hallo. Mach das doch sowas nicht mit mir. Friss die anderen, da hat es einen Haufen Happy da in dem anderen Ding. Anderen Raum. Was gibt's hier? Kommen wir doch nicht weiter näher. Alright, wir gehen hier weiter. Alright, runter. Oder hoch? Ne, hoch geht's. Hoch ist immer besser, fühle ich mich mal wohler. Soll ich ein Spiel nach unten fahren? Nee. Oh, lecker, was sind denn das für welche? Alter, gibt dir mal die krassen Schneespuren an. Fresst ruhig weiter an dem. Solange ihr mich nicht fresst, ist das wieder angenehm. Wie scheiße. Oh. Das sind diese Velociraptor-Typen. Die kennen wir doch noch. Die Hunter so. Die schon gesehen, Kleiner. Willst du spielen? Du willst spielen? Spiel mir ein Spiel. Ich möchte mit ihnen ein Spiel spielen. Wow. Ja, so geht's dir, wenn du mit mir spielst. Schieß dir einfach mal ins Gesicht. Meine Spiele sind nämlich für Erwachsene. Boah, sind aber auch Flink unterwegs, schau mal. Ach cool, mit Leertaste können wir das hier auch drehen. Kommt eigentlich ganz geschickt bei dir. Ich hab dich doch gerade gesehen. Wo bist du? Ich hab nicht mehr. Boah. Aber die sind nicht stark auf der Brust. Die sind nur schnell. Schieß mal den Fuß hier weg. Farm, ich spiele mit deinem Drecksfuß. Fußball. Oder so. Ha! Fail!
Fail, mein Freund. Oh, vielleicht hätten wir den anderen auch nochmal treten sollen. Der hätte vielleicht eine Moon gegeben. Merken, auch die Monster immer nochmal treten. Was bist du denn für einer? Du bist ja ein Krabbler. Nein! Komm zurück! Du Assi, ich wollte doch noch deine Moon haben. Mann. So einer, oder? Sowas von unhöflich, hör mal. Nicht nur, wollen sie sich umbringen, dann wollen sie nicht mal Munition geben. Kotzt mich an, sowas. Ich melde dich bei... Ach, keine Ahnung. Bei Ellies Gebiet. Mal auf. Bedeutet das, dass die Isolierung trotz sämtlicher Vorsichtsmaßnahmen notwendig geworden ist? Es liegt nun an uns, das ultimative Opfer für die Sicherheit der souveränen Kolonien, die wir zu schützen geschworen haben... Ah, das ist seine Rede. Wir wissen, dass wir keine hundertprozentige Folgsamkeit erwarten können. Daher wird der militärische Arm dieser finalen Quarantänekampagne in drei Gruppen aus Soldaten mit Säuberungsaufgaben eingeteilt. Alter. Die erste Crew setzt alle Fahrzeuge außer Betrieb. Scheiße. Die nächste listet auf, welche Personen dem Befehl Folge leisten und hilft jenen, die es nicht tun. Die letzte zerstört sämtliche Daten, Aufzeichnungen und Kommunikationsmittel auf Tau Volantis und im Orbit. Am Ende dieser Aufgaben wird jede Gruppe ihr Missionsziel als erfüllt ansehen und mit der Selbstterminierung fortfahren. Gott schütze die souveränen Kolonien. Mich verarschen. Wenn wir diesen Film sehen, bedeutet das, dass die Isolierung trotz sämtlicher Vorsichtsmaßnahmen notwendig geworden ist. Es liegt nun an uns, das ultimative Opfer für die Sicherheit der souveränen Kolonien, die wir zu schützen geschworen haben, zu erbringen. Wir wissen, dass wir keine hundertprozentige Folgsamkeit erwarten können. Daher wird der militärische Arm dieser finalen Quarantänekampagne in drei Gruppen aus Soldaten mit Säuberungsaufgaben eingeteilt. Also diesen Befehl würde ich ja niemals ausführen. Wenn mir einer sagt, du musst dich selbst richten, vergiss es. Hilft ihnen, die es nicht tun. Aber die haben es wenigstens mit einer guten Absicht gemacht. Das kann man ihnen ja mal zugute halten. Ja Leute, und damit sage ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Episode von Let's Play Dead Space 3. Macht's gut.